Hallo Leute und willkommen zurück zu Mr. Angezeugt spielt Sid Meier's Civilization Beyond Earth. Danke. Dann geben wir unserem Geheimagenten doch was zu tun. Operation wählen, Wissenschaft stehlen, sehr gut. So, wir sind mitten im Krieg gegen unsere Gegner hier oben. Und müssen den gerade ein bisschen Freiraum lassen. So. Oh, sehr gut. Es wäre schön, wenn wir die kaputt kriegen, genau. Dasselbe wäre schön, wenn wir damit schaffen würden, was aber sehr unwahrscheinlich ist. Diese Einheit kann aber doch da angreifen. Schafft er leider nicht, aber der kann dann dahin gehen. Und die Frage, ob wir ihn... Nein. Wir entwickeln ihn und der darf da... Wer ist denn jetzt dran? Entschuldigung. So, gepanzerter Soldat. Der wäre eigentlich cool, irgendwo hier zu haben. So. Hier können wir kein Kanonenboot bauen. Übertragungsnetzwerk, Reparaturanlage. Ja, machen wir erstmal das hier und dann machen wir hier ein Legierungsnetzwerk, um noch höhere Produktion zu kriegen. Und hier, naja, ich will ja hier mal ein bisschen spionieren gehen, wegen den anderen. Gepanzerter Soldat, der darf sich auch mal bis hierhin bewegen. Und wir bewegen uns in die nächste Runde. Pardon fürs Gepiepe. So. Gepanzerter Soldat 1. Keine Fortbewegungspunkte. Der hat noch 2. Und wir befehligen unsere Einheit in die nächste Runde. Also wir sind von den Punkten immer noch 899, also mittlerweile 100 vor Sisan Fielding. Ah, er zieht ab, richtig gut. Ich gehe natürlich hinterher, um zu gucken, was wir da noch zerstören können. So, ja, ihr leidet so lang gar nicht mehr Hunger, was wir natürlich machen können. Da müssen wir dran denken, dass wir das später wieder umstellen. Oh, bei Freeland hatten wir das auch noch gar nicht eingestellt. Pharmalabor für bessere Gesundheit. Oh nein, wir haben richtig gute Gesundheit. Dann gibt es doch hier erstmal Recycling für mehr Produktion. Ich weiß gar nicht, ob ich hier den Fokus... Doch, hier habe ich den Fokus auf Produktion gesetzt. Hier habe ich den Fokus... Land abbrechen. Nein, wir kaufen nichts. Bei Prosperity habe ich den Fokus logischerweise nicht gesetzt. Hier können wir ihn noch setzen. Hier hatten wir ihn schon gesetzt. Hier auch. Das wäre halt extrem schön, wenn wir es schaffen, da anzugreifen. Ja, sehr gut. Auch wenn wir dann im Miasma stehen, aber jede Einheit, die wir halt kriegen, bei dem sein Rückzug, ist gut für unseren Angriff. Hier ist halt noch extrem viel von dem Giftgas. Wir werden uns jetzt einfach aber an Stellen positionieren, wo uns das nicht so stört. Und übernehmen dann diese Stadt hier. Produktion. Hier gibt's... Tja, auch Recycling oder das Verteidigungsring. Den können wir hier bauen. Und hier... Oh, jetzt haben wir wieder Xeno. Das machen wir natürlich tatsächlich Energieminus, weil wir gerade so viel ausgegeben haben.
So, auch du ziehst mal hier hoch. Gepanzerter Soldat, auch du ziehst mal hier hoch. Geheimoperation. Neu zuweisen. Hier können wir nach Property ihn schicken. Och du Scheiße. Das ist jetzt mal ein Angriff. Aber mit dem bin ich doch eigentlich gar nicht in Krieg, aber das wird sich wohl jetzt ändern. Sie verlieren Energie. So, jetzt müssen wir erstmal gucken. Sind wir mit Südamerika im Krieg? Krieg neutral. Was hat ein was unehrenhaftes Individuum wie Sie hier zu suchen? Krieg erlangen, besprechen. Gründen Sie keine, sollten wir die Kooperationsabkommen eingehen. Puh, auf Wiedersehen. Und hier schlimme kommt die Susan Fielding noch mit dazu. So, ich sollte vielleicht überlegen, nicht hier oben anzugreifen und wieder alles nach unten ziehen, wie es geht. Hier steht mein eines Autochen. Da haben sie bisher noch nichts dagegen gemacht. Veteranenstatus erreicht. Der geht mal schon mal zurück. Die Einheit. Tja. Der darf hier oben bleiben. Der fährt auch wieder runter. Erstmal hierhin. Was haben wir denn sonst noch? Und der darf erstmal wieder zurückgehen. Eine Einheit wurde aufgelöst, weil ihre Kolonie rote Zahlen schreibt. Das gefällt mir jetzt auch nicht so, dass Einheiten jetzt gerade aufgelöst werden. So, Freeland, wie wär's? Hier gehen wir ein bisschen auf Energie. Und hier, gut, jetzt machen wir Energie wieder plus, Einheit benötigt Befehle, die hatte ich doch, okay, du gehst auch nach unten und du gehst erstmal dahin. Du hättest natürlich auch schon in die Richtung fahren können, aber ich bin gespannt, was hier jetzt passiert. Es ist erstmal schön, dass sie sich in Giftgas stellen, aber das Schlimme ist, die sind halt schon alle befördert, die Einheiten. Agenten angekommen. Hier können wir auch wieder eine Wissenschaft. Ne, wobei, hier könnte ich ja fast Energie stehlen, wenn ich gerade da etwas knapp bin. Ja, die habe ich gerade abgebrochen, genau. So, was gibt es in Freeland Neues? Ein Handelslager klingt gut. Produktion hier oben. Gesundheit ist sehr gut. Ein Wunder können wir wieder bauen. Aber hier werden wir das Überwachungsnetz bauen. Und du bist ein gepanzerter Soldat. Du, vielleicht will er hier eine Stadt bauen. Aber nichtsdestotrotz schicken wir die Einheiten runter. Noch ein gepanzerter Soldat, der bitte auch erstmal sich ungefähr irgendwo da platziert. Der Kanonier darf hier die Stellung halten. Was ist das hier? Ein Marine. Ach, der darf hier die Stellung halten. Die sind eh so lahm. Gepanzerter Soldat.
wird sich hier verschanzen. Nein, 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 ach so, da kannst du nicht lang. Entschuldigung. So, was haben wir hier? Gepanzerter Soldat. Der hat so viel. Gut, dass meine Städte, oh, die hat 90 Verteidigung, die 88. Der darf erstmal bis hierhin fahren. Und jetzt trinke ich mal ein Schlückchen. Irgendwas von Susan Fielding abgeschlossen. Noch. Er stellt sich sogar schon um meine Einheiten, die da stehen, rum. Aber ich finde es ja gut, dass er mir so viel Zeit lässt. Was? Einheit aufgelöst, weil unsere Kolonie... Wir schreiben keine roten Zahlen. Okay. Hier werden wir... Vielleicht noch so ein Chat bauen. So, jetzt müssen wir, eigentlich hätte ich gern, dass die gepanzerten Autos irgendwie sinnvoll fahren. Ohne sich der Marine darf sich hier heilen. Der gepanzerte irgendwas fährt mal dahin. Ich frage mich, wie man das macht. Also ich kann es mir eigentlich nur hier oben über die Dinge vorstellen. Also die Stufen. Aber da habe ich jetzt natürlich die letzte Zeit gar nicht drauf geachtet. Geheilt, geheilt. Jetzt wieder gehen wir auch bei Ranji und machen auf mit Energie und hier habe ich denn irgendwas, was Energie bringt und nicht nur was Energie kostet. Energie durch Tundra. So, die Armee kommt. Die Armee kommt. Wird nur hier Sinn machen. Und wir springen die nächste Runde. Okay, ja, hier oben hat er eine Stadt. Precog-Projekt von Fielding vollendet. Ey, die haut Wunder raus ohne Ende. Darum holt die auch so gerade auf. Hier machen wir auch das Verteidigungsnetz. Können wir irgendwas machen, was hier Energie bringt? Nur was Energie kostet. Pharma, Energie durch Tundra, auch hier. Und hier können wir das dann auch machen. Energie durch Tundra. Der Chat hält hier die Stellung. Ausruhen. Der darf hier oben sich verschanzen. Ich habe schon gedacht, die kommen wieder. So, die Einheiten ziehen wir alle mal einfach runter. Okay, er geht, glaube ich, wieder zurück. Ich schlage ihm jetzt einfach nochmal vor, Diplomatie besprechen. Was hat er gesagt? Sonst noch was? Besprechen. Gründen Sie keine... Sollten wir einen Krieg erklären gegen Susan Fielding? Ich muss darauf bestehen, im Ausgleich für mein Wohlwollen der Vergangenheit. Ich habe noch einen Gefallen. Gut, jetzt weiß ich, wofür ich die einsetzen kann.
Wow. Sonst noch was? Auf Wiedersehen. Die Gefallen sind ja richtig gut. So, dann rutschen wir mit unserer Armee nämlich auch hinterher. Entschuldigung. Und dann kriegt die Susan mal jetzt... Ach, dafür sind die Gefallen. Hätte ich das gewusst, hätte ich vorher viel mehr Titan hergegeben. Einfach, dass ich Gefallen hier, Gefallen da. So, nächste Runde. Ja, das war eine lange. Was das Beste für die Aktionäre der amerikanischen Rekultivierungsgesellschaft ist, das, was für sie am besten ist. Susan Majory Fielding. So. Wenn die Dämme brechen, unsere neue Wasserraffinerie arbeiten weitaus effektiver als vorhergesagt. Leider waren wir nicht auf solche Mengen gereinigtem Wasser vorbereitet und jetzt fehlt es uns an Lagerkapazitäten. Wenn wir das überschüssige Wasser nicht sofort verteilen wird, müssen wir es wegschütten. Wenn wir die Überschüsse in die Zisternen der Stadt leiten, hebt dies die allgemeine Wasserqualität. Andererseits könnten unsere Feldfrüchte stets mehr Wasser gebrauchen. Kein Unterhalt für Wasserraffinerien, Nahrung durch Wasserraffinerien. Kein Unterhalt nehmen wir in diesem Fall, weil wir haben schon so viel. Forschung wählen. So. Ah, oh, hier. Das empfiehlt mir mein gelber Wirtschaftsberater. Da habe ich ja gar nicht drauf geguckt, was die so wollen. Hier werde ich auch das hier machen, was mir Energie bringt. Das habe ich ein bisschen vernachlässigt. Energie plus 5, das werden wir hier machen. Und meine Armeen rutschen nach vorne. Ich muss hier oben auch ein Ticken aufpassen, dass die nicht wieder angreifen oder wir das nicht mitkriegen. Wächter. Ach, ich wollte jetzt... Ah, eigentlich wollte ich was forschen. Wo ist denn mein Forschungsdingsbums? Werte. Quest. Einheiten. Aha. Eigentlich wollte ich was forschen, was Harmonie macht. Harmonie benötigt Harmonie Stufe 4. Wir machen jetzt einfach mal die Alien-Biologie. Handelskonvoi. Ich müsste da, wollte ich schon die ganze Zeit mehr Handelskonvois bauen. So. Ja, ja. Auf Wiedersehen. Eigentlich wollte ich nur gucken, was du so im Angebot hast und warum du eigentlich dich auf meinem Kontinent befindest. Susan Fielding, jetzt kriegst du Stress. Nächste Runde. Noch schön wieder im Gas geparkt. Artillerie. Dahin. Ich guck mal nebenbei auf die Zeit. Okay.
Ja, Krieg. Ich bin ein Kriegstreiber. Er hat Flugjets. Also sie haben schon Krieg, aber sie soll ruhig mal ihr Pulver gegen den verschießen. Was ist hier gerade an Land gekommen? Geheimoperation entdeckt. So. Welche Einheit denn? Diese Einheit. Diese Einheit, dann doch eher. Der soll lieber mal mit seinen dicken Raketenwerfern da angreifen. Dass wir die Stadt da einnehmen können. Nee, ich wollte doch nicht Terraforming. Ich wollte doch hier das hier. Oder das hier. Ist mir egal, irgendwas, was Harmoniepunkte bringt. Ach, da kann ich nicht rein. Ich kann nur da rein. Das ist natürlich ein verdammt guter Platz dann für eine Stadt. Ich müsste aber auch da hinten reinkommen. Mal gucken, warum er hier so unbedingt... Ich denke, er will hier auch eine Stadt bauen. So, nächste Runde. Mal gucken, was die Susan Fielding macht. Ach, das ist natürlich doof, wenn du all deine Einheiten hier übers Wasser dann rüberschickst. So, die Zeit ist eigentlich schon wieder so langsam um. Stadtverbindung eingerichtet. Dann haben wir hier auch das Teil, was uns Energie produziert. Wunder. Nee, da ist ein Wunder zu weit, zu teuer. Hier würde ich Produktion plus 4 Trefferpunkte von Städten plus 100. Das will ich haben. Und hier plus 3 Kultur oder das Gasentfernungsding. Das wollen wir jetzt hier schon haben. Ich meine, die Einheiten da auf Level 2 sehen viel, viel cooler aus. Ich will darum, nur darum will ich sie eigentlich auch haben. Und ein paar Artillerien hier vorne wäre natürlich nice. So. Die Artillerie zieht nämlich darum auch mit nach vorne. Und dann habe ich doch irgendwo das komische Flugzeug. Okay, hier, ich würde sagen, hier lassen wir es mal auf Energie stehen. Wir gucken mal aber, ob ich es hier wieder auf Produktion, nee, dann leidet meine Stadt Hunger. Welche Einheit benötigt Befehle? Der da. Ich würde jetzt als Liebsten erstmal gucken, ob ich da hinten langfahren kann. Handelskonvoi. Ja, ich könnte mit dem ein bisschen... Nee, so sicher bin ich nicht, aber... So. Die breiten sich auch aus ohne Ende. Aber nein, das war's jetzt für heute. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir gucken, dass wir... am nächsten Mal ein bisschen der Susan Fielding Druck machen, dass sie uns nicht mehr so verfolgt und dann auch irgendwann gegen den Verfolger hier oben gehen. Die... No lies, no. Das Kati... Kati...
Amerikanische Protektorat. Auf Wiedersehen. Und das sage ich auch zu euch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ich nochmal. Und hat's dir gefallen? Ja, dann freue ich mich über einen Daumen hoch. Wenn du mehr Action-RPGs haben willst, dann schau vielleicht mal da rein. Für Strategiespiele packe ich dir da was hin. Und wenn dir es gefällt, bleib doch einfach hier im Kanal und ich freue mich über dein Abo.